Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist mal wieder Two Wader und heute geht's endlich weiter mit meiner How to Draw Manga Reihe. Und wie ihr sicherlich erkennen könnt, werde ich euch heute zeigen, wie man ein Gesicht von der Seite zeichnet. Zuerst zeichnen wir einen Kreis, also ähnlich wie von der Frontalansicht. Und ja, bei der Seite fange ich erstmal mit den Ohren an. Die sind ungefähr in der Mitte. Und dann füge ich dann diese zwei Hilfslinien hinzu. Die vertikale Hilfslinie hilft uns später dabei zu wissen, bis wo wir den Kiefer zeichnen müssen. Die Stirn geht bis ungefähr zur ersten horizontalen Linie. Und die Nase geht ungefähr bis zur zweiten horizontalen Linie. Ja, nun kommen wir dann zu den Lippen. Die fand ich damals immer am schwersten. Und ja, ich habe mir geholfen, indem ich gesagt habe, die Lippen sind einfach ein umgekipptes M und die Unterlippe ragt ein bisschen weniger raus als die Oberlippe. Wie schon gesagt, richten wir den Kiefer an der vertikalen Hilfslinie. Und ja, wie ihr sehen könnt, war die Skizze nicht ganz korrekt. Aber deshalb ist das ja auch nur eine Skizze. So, jetzt zeichnen wir den Hinterkopf. Und dazu ist anzumerken, dass der Hinterkopf viel runder ist als das Gesicht. Und man muss den auch viel breiter zeichnen, als man eigentlich die Skizze gezeichnet hat. Zum Nacken hin allerdings ist es dann nicht mehr so rund. Damals habe ich die Augen von der Seite wie von vorne gezeichnet, was aber natürlich falsch ist. Aus dieser Perspektive sind die Augen eher dreieckig und auch kleiner. Und die Augenbrauen sind auch viel schmaler von dieser Seite. Ja, das war's dann auch schon fast alles, was ich dazu sagen wollte. Ich werde dann noch ein paar Korrekturen vornehmen und dann noch die Haare einzeichnen und dann das Ganze in Paint Tool Sai Outline. Ja, so sieht das Ganze dann mit Outlines aus. Eigentlich könnte man das so belassen, aber ich habe mir mal gedacht, ich zeige euch mal, wie man das auch ein bisschen anders machen kann. Und zwar nehmen wir jetzt einfach einen dickeren Pinsel und im Idealfall auch einen eckigen Pinsel. Und ja, dadurch bekommen wir einen comichafteren Look. Ja, und zum Schluss gibt es dann noch ein paar Tipps von mir. Und zwar könnt ihr zu Übungszwecken einfach mal die Skizzen zu fertigen Gesichter einzeichnen, damit ihr ein Gefühl bekommt, wo die Nase hin muss, wie die Form sein muss und so weiter. So, ist schon praktisch.
Was auch einfacher ist, zum Beispiel könnt ihr die Nase, die Lippen eckig zeichnen, so wie hier ungefähr in diesem Comic-Look. Das sieht eigentlich auch relativ gut aus, ist aber viel einfacher, als wenn man versuchen würde, alles rund zu zeichnen. Okay, das war's dann auch schon wieder von mir. Ja, das Video war ein bisschen kürzer, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr was lernen konntet. Und das Gesicht von der Seite ist relativ schwer. Und ja, ich habe das auch nicht auf Anhieb gekonnt. Ich habe auch sehr viel geübt und das solltet ihr auch tun und nicht sofort aufgeben. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Tutorial wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.